Ja, mehr Freiheit durch deinen eigenen Online-Shop, wie du es hier bereits siehst. Heute soll es um das Market Consultative Mentoring von Apus Valley gehen. Wir nehmen das Ganze genauer unter die Lupe. Was ist das Ganze? Du lernst hier, wie du dir einen Print-on-Demand-Shop aufbaust, das heißt beispielsweise T-Shirts, über deinen Shop verkaufst, die du erst drucken lässt, wenn du dieses T-Shirt schon verkauft hast. Warum das einer der besten E-Commerce-Modelle da draußen ist und vergleichsweise wenig Risiko im Vergleich zu anderen Modellen hat, das schauen wir uns in diesem Video an und wir schauen uns an, was es mit dem Market Consultative Mentoring auf sich hat und warum sich das von anderen Mentorings, Kursen, Trainings und so weiter, die es da draußen gibt, nochmal unterscheidet. Let's go, wir schauen direkt mal rein. Ja, bevor es hier losgeht, wie sieht das Ganze aus? Was ist in so einem Mentoring alles drinnen? Du bekommst von Apo einen persönlichen Ansprechpartner, der eng mit Apo zusammenarbeitet und hast während der ganzen Zusammenarbeit eben einen persönlichen Ansprechpartner, den du jederzeit anschreiben kannst, der dir jederzeit deine Fragen beantwortet. Du bekommst eine genaue 1:1 Anleitung. Wenn du Apo kennst, der ist ja der Experte im Bereich Print on Demand, im Bereich E-Commerce Shops aufbauen und diese Fähigkeiten lernst du da zu kombinieren und es wird eben gezeigt, wie du Schritt für Schritt so einen Shopify Shop aufbauen kannst, T-Shirts verkaufen kannst, die erst gedruckt werden, wenn sie vom Kunden bestellt werden. Das Ganze übernimmt Apo für dich und ja, du hast im Grunde da sehr, sehr wenig Risiko. Du musst da keine Waren auf Lager legen, du brauchst kein Lager, du brauchst keine Druckerei, du musst die Dinger nicht mal selber verschicken. Auch das macht Apo für dich. Das heißt, sobald eine Order in deinen Shop reinkommt, wird die direkt bei Apo gedruckt und direkt an den Kunden geschickt und er sitzt in Deutschland. Das heißt, das Ganze ist innerhalb von extrem kurzer Zeit auch direkt beim Kunden, nicht so wie es bei China Dropshipping ist, wo der Kunde teilweise 1-2 Monate drauf warten muss. Das ist hier anders und das ist tatsächlich einzigartig im ja, deutschsprachigen und englischsprachigen Raum, dass da jemand so eine Möglichkeit zur Verfügung stellt, eben das Ganze auch direkt ja, mit einer Druckerei zu kombinieren. Du bekommst hier erprobte Strategien. Wie bereits erwähnt, Apo ist da der absolute Experte im deutschsprachigen Raum, hat bereits mehrere E-Commerce-Shops aufgebaut mit seinem Team und zeigt dir einfach in der Praxis Schritt für Schritt, wie das Ganze geht. Du bekommst da eine Betreuung quasi überall. Du bekommst Live-Zoom-Calls, wo du Apo und seinem Team Fragen stellen kannst. Du kannst die direkt über WhatsApp kontaktieren, du kannst die anrufen, jederzeit. Also, die sind auch teilweise in der Nacht online. Einfach eine Nachricht schreiben und deine Frage wird hier beantwortet. Eine Videoanleitung, die schauen wir uns jetzt gleich an und eben Live-Gruppen-Masterminds, wo du auch in Live-Zoom-Calls dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst und einfach siehst, wo stehen andere gerade, von Fragen von anderen lernen kannst und ja, du wirst hier einfach Schritt für Schritt durch den Prozess durchgeführt, wie du es hier bereits siehst. Der erste Schritt ist, du meldest dein Gewerbe an, da wirst du ja im Grunde unterstützt, da musst du keine Angst davor haben, das Ganze ist in 1-2 Tagen erledigt und ist kein großer Schritt, baust dir deinen Online-Shop auf und gewinnst Kunden dafür. Und das ist tatsächlich deine Arbeit. All das, wenn jetzt eine Bestellung reinkommt, wenn ein T-Shirt gedruckt wird und so weiter, damit hast du dann nichts mehr zu tun. Das heißt, eine Bestellung kommt rein, automatisch wird es dann an die Druckerei von Apo weitergegeben. Das T-Shirt wird ausgedruckt, das T-Shirt wird an den Kunden nach Hause geschickt und ja, das Einzige, was du machen musst, ist dich darum zu kümmern, dass eben Traffic auf deine Seite kommt, dass eben Kunden auf deiner Seite sind. So sieht das Ganze aus. Wir schauen jetzt einfach direkt mal rein in den Mitgliederbereich und ich zeige dir, was dich darin erwartet. So, und hier befinden wir uns jetzt auch schon im Mitgliederbereich. So sieht das Ganze aus, nachdem du dir das Mentoring gesichert hast. Du bekommst hier einen kompletten Videoleitfaden, wie du Schritt für Schritt vorgehst, deinen E-Commerce-Shop zu erstellen, deine ersten Shirts zu verkaufen. Print-on-Demand ist im E-Commerce-Bereich eines der geilsten Business überhaupt, weil du eben erst deine Waren produzieren lässt, deine T-Shirts erst bedrucken lässt,
Wenn das Ganze bestellt ist, somit hast du kaum Risiko. Wie gesagt, keine Lagerkosten, keinen Stress mit dem Versand, keine Mitarbeiter, die da im Lager das Ganze verschicken müssen und so weiter. All das übernimmt Apo für dich. Wir schauen jetzt einfach direkt mal rein, was hier alles drinnen ist. Du siehst hier bereits vier Module: E-Commerce Gold Code, 47 Puzzle, E-Commerce Gold Code 2.0 und Q4 Fastlane. Wir schauen uns das Einzelne jetzt mal alles an. Ich kann hier gar nicht auf alles eingehen, weil hier so viel geboten wird. Und das ist noch nicht mal alles. Du hast ja hier noch Live-Calls, du hast hier deinen persönlichen Betreuer, der mit dir das Ganze durchgeht, Schritt für Schritt das Ganze aufbaut. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal rein. Hier geht's erstmal los mit dem ersten Kapitel, wo du einen allgemeinen Überblick bekommst. Was ist Print on Demand? Was ist Dropshipping? Was ist White Labeling? Was kann man im E-Commerce-Bereich machen? Und warum ist Print on Demand somit das geilste Business von all dem, was du im E-Commerce-Bereich machen kannst? Welche Produkte solltest du am Anfang kaufen? Wie baust du deinen Shopify-Shop aus? Die Nischenauswahl, verkaufende Produkte finden und so weiter. Ich würde sagen, wir schauen jetzt direkt in den E-Commerce Gold Code 2.0. Das ist nochmal die aktualisierte neue Version, wo alles, ja, aktualisiert drinnen ist. Und bevor ich dir hier jetzt viel erzähle, lassen wir jetzt einfach mal Apo sprechen. Ich hoffe, das ist okay. Ich zeige dir einfach mal das erste Video des Coachings, wo du allgemeine Informationen erhältst, was dich hier in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Let's go, wir schauen einfach mal rein. Herzlich willkommen zu dem wohl ausführlichsten Coaching im Bereich der Print-on-Demand- und Dropshipping-Szene. Mein Name ist Apo Sven, ich bin Geschäftsführer der Market Consultive GmbH. Und der Schritt, zu dem du dich heute entschieden hast, möchte ich dir einfach einmal die Hand reichen. Ich bin voller Zuversicht, dass dieses Coaching deine Erwartungen sprengen wird und dass wir zusammen erfolgreiche und unglaubliche Resultate erzielen werden. Dass du dieses Coaching überhaupt einmal gekauft hast, ist unser erster Vertrauensfaktor dafür, dass du es ernst meinst und dafür, dass es sich lohnt, dass wir zusammenarbeiten und dass wir mit dem ganzen Team, wie du auch im weiteren Coaching-Verlauf sehen wirst, das ist keine One-Man-Show, das ist ein ganzes Team, was dir hilft. Im momentanen Zeitpunkt haben wir 49 Leute im Team, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe. Und in diesem Zeitpunkt werde ich dir und werden wir dir helfen, dass du deine E-Commerce-Ziele erreichen wirst. Sei es jetzt im Bereich, dass du 100 Euro am Tag Umsatz machen willst, 500 Euro, 1000 Euro, 3000, 5000 Euro, haben wir alles schon gehabt. Und es ist abhängig von dir, wie viel Zeit und Arbeit du uns entgegenbringst und rein investierst in dein Business und natürlich auch von uns, aber dafür ist gleich gesorgt, wie du wahrscheinlich jetzt gleich bemerken wirst, wenn wir darüber reden, dass wir dir da auf jeden Fall unter die Arme greifen werden. Ich bin unglaublich zuversichtlich und ich bin unglaublich glücklich über das Endresultat des E-Commerce Gold Coachings. Ich würde einmal den Kursinhalt hier vor mir herholen und wir werden es ganz kurz zusammenfassen. Wir haben erstmal die Videos, was das Fundament des Erfolgs natürlich darstellen. Und die Videos geben verschiedene Bereiche durch, wie Mindset, Fundament, professioneller Shopaufbau, Vermarktungsvielfalt, die du in diesem Geschäft reinbringen kannst, Brand Building, Influencer Marketing, bis hin zu deinen täglichen Aufgaben als Unternehmer. Darüber hinaus steuerrechtliche Sachen. Es ist einfach alles abgedeckt und das ist hier deine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dein E-Commerce-Business anzufangen. Das ist keine stumpfe Theorie, ich will dich hier vorwarnen. Das ist keine stumpfe Theorie. Alles, was wir hier machen, ist in der Praxis erfolgreich umgesetzt worden. Und mit unseren Praxisresultaten kommen wir zu dir und geben dir die wichtigsten Sachen mit auf den Weg, dass du für deine Marke individuell, du musst nicht alles Schritt für Schritt machen, was wir in den Videos sagen. Du hast zum Beispiel hier, wir geben dir viele verschiedene Marketingmethoden vor und du entscheidest dich für die, weil sie dir am besten liegt. Dann wendest du diese an. Das heißt, es sind nicht einfach Theorievideos, die du durcharbeitest, sondern schau sie dir ein paar Mal an. Schau sie dir an, schreib dir die Aufgaben auf und wende sie hier durch. Es ist eine Mischung aus Strategiekonzepten, praktische Anleitungen und auch interaktiven Aufgaben, die wir dir mit hier an die Hand geben. Mein allererstes Coaching war rein ein Video-Coaching. So, im weiteren Verlauf meiner Karriere als Unternehmensberater habe ich gemerkt, es ist wichtig, dass auch individuelle Fragen schnell beantwortet sind, sodass du schnell weitermachen kannst und die Resultate wünschst. Wenn du eine Nachricht schreibst, die erst in 3 Tagen beantwortet wird, dann hast du 3 Tage Stillstand.
Wir können dir viel Zeit und Geld sparen durch die persönliche Betreuung, die wir dir in einem 1:1-Telefonat mit unseren Experten über Zoom anbieten. Neben diesem anfänglichen Videokurs, der den Anfang meiner Karriere als Unternehmensberater widerspiegelt, habe ich jetzt noch fünf weitere Punkte, gebe ich dir fünf weitere Punkte mit auf den Weg, die deinen Erfolg maximieren. Punkt 1. 1:1-Telefonate. Wir haben verschiedene Experten in unserem Team, die alle aufgelistet sind. Sei es jetzt einmal für Facebook Ads, sei es jetzt für die Designrecherche, sei es für irgendwas anderes. Wir haben zu allen Bereichen haben wir Coaches, in denen du dich einbuchen kannst und dann kannst du in diesem Coaching Call oder also im Zoom Call kannst einmal reingehen, deine ganzen Fragen einmal stellen. Wir schauen darüber und wir beraten dich wirklich persönlich. Dein Erfolg, vergiss das nie, dein Erfolg ist auch unser Erfolg. Wir beraten dich persönlich zu der momentanen Situation, in der du dich gerade befindest und der spezifischen Frage, die du hast mit Zoom-Telefonaten. Weil das Ganze schneller gehen soll, habe ich was anderes für dich. Wir haben einen WhatsApp-Support, der rund um die Uhr verfügbar ist und egal in welchem Bereich es jetzt ist, kriegst du die dementsprechende Antwort auf deine Frage. Ein WhatsApp-Support rund um den Bereich Shopify, ein um Marketing, ein um Designwahl und Designrecherche und auch zu den ganzen anderen restlichen Bereichen. Zu den Fragen aufkommen, werden schnell über WhatsApp beantwortet. Das heißt, wenn du dich gerade auf einen Zoom-Call-Termin warten möchtest, kannst du schnell über WhatsApp schreiben und du kriegst eine Nachricht schnell, dass du weitermachen kannst. Und entsprechend der Operator sieht, okay, diese Frage, die kann ich in 2 Minuten beantworten, dann lädt er dich auf ein Zoom-Telefonat ein und sagt, komm, wir quatschen das Ding hier durch. Als du das alles nicht noch reicht, haben wir noch einen draufgesetzt. Ihr kennt uns doch. Ihr kennt uns doch. So, Livestreams, tägliche Livestreams, in denen du einen besseren Blickwinkel bekommst und die Fragen der anderen Teilnehmer siehst. Und diese auch für dein Business anwenden kannst. Es gibt manchmal Sachen, die siehst du selber nicht mit dem Auge, weil du zu tief im Business drin bist. Was wir dir hier machen wollen, ist mit der ganzen Gruppe zusammen, ja, verschiedene Blickwinkel zu betrachten, verschiedene Blickwinkel zu absolvieren und zu integrieren, sodass diese in deinem Business mit mehr Vielfalt, also mehr Vielfalt in dein Business reinbekommst. Meiner Erfahrung nach ist es sehr hilfreich, wenn andere Personen Fragen stellen, du zu den Livestreams natürlich mit dabei bist und die Antworten von deinem Coach oder Operator dann siehst und siehst, ah, das ist mir gar nicht aufgefallen, das könnte ich genauso machen oder das kann ich ähnlich machen oder das sind die Methoden von anderen Coaching-Teilnehmern, davon kann ich auch lernen. Wir sind eine riesengroße Gruppe, so, und von allen können wir etwas lernen. Ein weiterer Punkt und ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wir sind Unternehmer und wir brauchen Zahlen. Darum haben wir uns überlegt, was machen wir? Wie können wir alle Infos, die unsere Mentees und die du hast, übersichtlich in einer Tabelle zusammenfassen. Und da kam uns die Lösung. Wir erstellen eine riesen Excel-Tabelle mit unterschiedlichen Unterpunkten, sei es zum Tracking, sei es zum Facebook-Behörden, sei es Design-Test, einfach zu allem. Das ist dein Handbook. Das ist das, was du tagtäglich pflegen sollst, damit wir dir noch besser unter die Arme greifen. Lad dir sofort die Excel runter. Mach ein extra Ordner für diese Excel, dass du jeden Tag drauf schauen kannst. Eine Erinnerung, 5 Uhr morgens, steh auf, schau auf die Excel, trag die Excel-Daten ein. So, die verschiedenen Bereiche. Und dann erstmal kannst du noch spezifischer ein Business analysieren. Du siehst, wo die Schwachstellen sind, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen. Wir sehen das auch. Und daraus, ausgehend davon, können wir zusammen noch erfolgreicher arbeiten. Das heißt, lad dir diese Excel runter. Wir haben sehr viel Arbeit rein investiert. Monatelang haben wir überlegt, was alles reinkommt. Die wurde stetig weiter bearbeitet, dass sie jetzt an diesem Punkt ist. Und an diesem Punkt kann diese Excel dir vehement unglaublich viel weiterhelfen. Das heißt, lad sie dir runter, arbeite mit der Excel. Du wirst auch sehen, wenn du nicht mit der Excel arbeitest, wir werden in den nächsten Kapiteln immer wieder diese Excel benutzen. So, darum lege ich dir ans Herz. Mach damit, nimm das wahr, analysiere dein Business. Warren Buffett wurde mal in einem Interview gefragt, was ist das Wichtigste, womit er zum Millionär geworden ist, seine erste Million, was durch die Inflation jetzt 8 Millionen wert ist, okay, das heißt, die Million damals war schwerer, aber trotzdem, was hat dich zu der ersten Million gebracht? Und er hat gesagt, Business oder die Zahlen zu verstehen. So, wir helfen dir dabei, dass du die Zahlen im Überblick hast und wir helfen dir dabei, dass du diese Zahlen jederzeit vor dir hast und genau weißt, wo drehe ich als nächstes. Jetzt kommen wir zu den Schlusspointe. Market Designs und Market Print. Unsere zwei Tochterunternehmen, was uns die ganze Kapazität dafür geben, dass wir hier für dich diese Qualität bringen können und warum wir dich so erfolgreich machen. Nummer 1, Market Designs. Unsere erfolgreichen Designer.
die etliche Designs unter anderem für Rapper wie Jamul schon kreiert haben, die können wir dir jetzt hier zur Verfügung stellen. Mit denen kannst du zusammenarbeiten. Das wirst du im nächsten Kapitel noch näher erfahren. Auch unsere hausinterne Druckerei Market Print verspricht das Gleiche, was unser Coaching verspricht. Schnelle Lieferzeiten, geile Qualität, Produktvielfalt, exklusive Produkte nur für dich im EGC Coaching drinnen und ein EGC Rabatt, über den wir später auch sprechen werden. Das heißt, du hast bei jeder Bestellung einen EGC Rabatt drinnen bei unserer hausinternen Company Market Print. Was ich mit Market Print nämlich machen möchte, ich möchte Print on Demand revolutionieren. Wir haben neue Anlagen, wir haben neue Content-Anlagen, wir haben eine Bombenqualität, wir haben Überkapazität da und mit euren Sales, mit euren Verkäufen werden wir diese hoffentlich demnächst weiter füllen. Natürlich auch für alle Dropshipper. Wir werden verschiedene Möglichkeiten mit reinnehmen. Für Fulfillment-Lösungen. Wenn du Sachen für gut verkaufst, auf Massenhandel, zack, eine Nachricht und wir kriegen das Ganze integriert. Aber ich rede einfach viel zu viel schon für den Anfang vom Coaching. Man sieht das Feuer, man sieht die harte Arbeit, die nicht eine Person, nicht eine One-Man-Army rein investiert hat, sondern ein verdammt großes Marketing-Team, was selber Shops führt, was selber erfolgreich Shops führt, was selber erfolgreiche Modemarken rausgebracht hat und die tagtäglich mit mir zusammenarbeiten. Das ganze Team hat sich an diesem Coaching zusammengesetzt, an einem riesengroßen Tisch wie bei der Ritterrunde früher. Und wir haben das alles für dich vorbereitet. Wir reden über alle Punkte nochmal ausführlich. Wir werden uns oftmals sehen. Du wirst uns öfter sehen als wahrscheinlich deine Familie, Freunde. Denn wir werden die nächsten Monate sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten. The Law of Five. Du bist der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich hoffe, wir werden auf jeden Fall in deinen Kreis reinkommen. Nicht nur ich als Coach, sondern natürlich unser Thomas, Daniel. Egal wer es jetzt ist, Mike, der in den nächsten Videos mit dir zusammen sprechen wird, der die Sachen beibringen wird. Ich, der viel über Mindset, über Unternehmensstruktur, über Planung reden werde. Jeder hat seine Stärken hier mit dabei und für dich wurde dieses Coaching aus diesem Grund explizit durch harte Arbeit kreiert. Ich hoffe, du respektierst das Ganze, ich hoffe, du wirst das Coaching lieben, ich hoffe, du wirst das anwenden. Ich möchte einfach einen Schlusspunkt hier setzen und sagen, das wird eine verdammt geile Zeit und ich bin bereit mit dir zusammen, wir sind bereit, ich will kein One-Man-Army mehr, wir sind bereit mit dir zusammen diesen Weg zu gehen und mit dir zusammen E-Commerce-Geschichte zu schreiben. Mein Freund, Freundin, du, this, lass uns dich finanziell frei machen. Ja, das hat Abo ja bereits super erklärt, da muss ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Wichtig ist hier eben zu wissen, du bekommst die komplette Anleitung Schritt für Schritt erklärt und zusätzlich, und das unterscheidet dieses Mentoring von allen anderen Kursen und was da alles draußen so herumschwirrt, du bekommst hier eben einen persönlichen Ansprechpartner, der dir da hilft, der dir auch mal ja, in den Arsch tritt, wenn du was nicht machst. Und somit wirst du hier halt zum Erfolg geführt. Und Apo hat hier auch ganz klar ein Eigeninteresse dran, dass du hier erfolgreich wirst. Weil klar, umso mehr Bestellungen du machst, umso mehr Umsatz macht er mit seiner Druckerei. Also hier nochmal definitiv. Auch, ja, es ist definitiv auch gut für Apo, wenn du hier Umsatz machst. Was ist Print on Demand? Genau das wird dir hier erklärt, Schritt für Schritt. Warum solltest du mit Print on Demand anfangen? Warum ist es im Vergleich zum herkömmlichen Produkt-Dropshipping über China nochmal, ja, so viel einfacher und vorteilhafter und vor allem mit weniger Risiko? Wieso Kleidung verkaufen? Was hat es damit auf sich? Unternehmertum beginnt im Kopf, das richtige Mindset, tägliche Motivation, Gründung deines Unternehmens. Also du siehst hier bereits, auf alles wird hier eingegangen. Ganz egal, ob du bereits in dem Bereich erfahren bist oder noch komplett am Anfang stehst, sogar welches Geschäftskonto du verwenden kannst, all das wird dir hier Schritt für Schritt erklärt. Das ist aber nur das erste Modul, eines der Kapitel vom Mentoring. Die Nischenwahl, hier geht's direkt weiter. In welcher Nische möchtest du hier aktiv sein? Da gibt's zig verschiedene Nischen da draußen. Da gibt's Evergreen-Nischen, da gibt's Hype-Nischen, die aktuell gerade sehr gut funktionieren.
Und hier wird dir einfach ganz klar anhand von Daten gezeigt, wie du eine bestimmte Nische recherchieren kannst, welche Nische die beste ist, in die du reingehen kannst, was einfach am besten, ja, funktioniert, was bei Apo am besten funktioniert und was auch bei bisherigen Teilnehmern am besten funktioniert hat, nicht nur in der Theorie, sondern einfach auch in der Praxis gezeigt. Wie findest du verkaufende Designs? Wie lässt du diese Designs erstellen? Und so weiter. All das wird dir hier erklärt. Und selbst da wird dir extrem viel von Apo weggenommen. Also im Grunde musst du dann nur mehr der Anleitung von ihm folgen. Das Lean Startup Konzept, Produktkreierung, professionelle Konzeptentwicklung, all das hast du hier drinnen. Und diese Videos, das sind keine 3 Minuten, 5 Minuten Videos, sondern da hast du hier Videos drinnen, die teilweise eine halbe Stunde oder eine Stunde lang sind, weil auf einzelne Punkte hier wirklich detailliert eingegangen wird. Professioneller Shopaufbau. Wie baust du schlussendlich, wenn du weißt, in welche Nische du gehst, wenn du weißt, wie und woher du die Designs bekommst, deinen Shop auf? Wie machst du das mit Shopify? Wird dir hier Schritt für Schritt erklärt. Wie machst du dann das Marketing? Wie schafft es Apo eben über beispielsweise Facebook-Marketing, ja, ganz einfach Traffic einzukaufen mit dem Ziel, weniger für den Traffic auszugeben, als er schlussendlich damit verdient. Das ist im Grunde dein Ziel. Wie machst du das? Wie macht er das? Wie schauen die Ads aus? Und so weiter. Das wird dir hier eben erklärt. Mit verschiedenen Plattformen, mit Instagram, mit Facebook. Wie sieht da der Funnel aus? Wie findest du die richtigen Interessengruppen? Wie setzt du das Ganze verkaufspsychologisch richtig auf? All das wird dir hier eben erklärt. Das ist dir bereits extrem viel Inhalt, obwohl das hier jetzt nur ein Kapitel des Ganzen ist. E-Mail-Marketing, Google Advertising, Influencer-Marketing, all diese Punkte werden dir hier Schritt für Schritt erklärt. Und das sind auch genau die effektivsten Strategien, die du verwenden kannst, um eben Print-on-Demand-Produkte, vor allem T-Shirts, zu verkaufen. Was hat es mit Brand-Building auf sich? Content-Management, all das lernst du eben hier. Dann geht es im fünften Schritt, wenn du weißt, wie du die Ads schaltest, um die Optimierung deines Shops. Wie, ja, sieht dein Shop gut aus und vor allem, wie konvertiert der auch richtig? Wie machst du das? Ist ein zweiter Shop sinnvoll? Was für Tools verwendet Apo hier? Welche Einstellungen gibt er dir hier mit? Also da gibt es teilweise einzelne Tricks, die du machen kannst, die deine Conversion um 10, 20% steigern, die beispielsweise dafür sorgen, dass du aus, ja, 10 Euro Werbeausgaben nicht 11 Euro machst, sondern 14 oder 15 Euro. Und das kann Leben verändern. Also das ist extrem wertvoll, wenn man eben solche Tipps hat. Wenn du bereits Ads geschalten hast, dann, ja, wirst du verstehen, was ich da meine. Aftersell, die Instagram-Verknüpfungs-App, wie das Ganze funktioniert, wie du dafür sorgst, dass dein Shop auch schnell ist. Alles wird dir hier Schritt für Schritt erklärt. Was sind die Aufgaben eines Unternehmers? Und hier noch ein Gewinnspielfunnel, der bei Apo sehr gut funktioniert. Also wie kannst du das Ganze mit einem Gewinnspiel quasi verknüpfen, dass eben jemand bei dir bestellt und sozusagen etwas gewinnt, einen Gutscheincode zum Beispiel. Das wird dir hier nochmal Schritt für Schritt in der Theorie und in der Praxis erklärt. Und das ist jetzt nur ein Kapitel des Ganzen. Schauen wir direkt weiter. Hier das 47 Puzzle, wie du hier bereits siehst. Hier geht es eben um das Mindset für exzessiven finanziellen Erfolg. Das ist das, was du eigentlich als erstes machen solltest, wo es einfach darum geht, welche Denkstruktur haben erfolgreiche Menschen? Welche Denkstruktur hat Apu dazu gebracht, vorher vom nicht erfolgreichen Studenten zum erfolgreichen E-Commerce-Unternehmer zu werden? Das gibt er dir hier mit und von solchen Leuten kannst du lernen. Also sieh dir das Ganze definitiv an. Hier erfährst du, wie du, ja, die richtige Denkstruktur bei dir implementierst. Dann geht's direkt weiter mit der Q4 Fastlane, auch eines meiner Lieblingsmodule hier im Kurs. Warum Q4 Fastlane? Q4 ist das stärkste Quartal im Jahr und speziell für dieses Quartal hat Apo eben hier nochmal ein neues Modul hier rausgehauen und ich möchte hier auch Einblick in das Willkommensvideo geben. Da erklärt er dir das Ganze, wie er im vierten Quartal des Jahres vorgeht. Das kannst du natürlich jetzt in jedem anderen Quartal genauso anwenden. Also jetzt sind wir im zweiten Quartal des Jahres, da kannst du das genauso anwenden. Das ist einfach nochmal eine Strategie, die deinem Shop, deinem Unternehmen nochmal einen richtigen Boost geben wird.
Und wir schauen jetzt einfach mal direkt in das Video rein und schauen, was Apo hier zu sagen hat. Let's go! Ladies and Gentlemen, mein Name ist Apo Swelly und ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu wohl der spannendsten Zeit für Online-Shop-Betreiber. Das Weihnachtsgeschäft, das Quartal 4-Geschäft, bestehend, ja, ich sag mal, Pi mal Daumen, 20.11. bis 20.12. Der Umsatz, den wir hier schreiben, ist ungefähr das Vierfache. Wir werden nochmal näher an die einzelnen Tage reinkommen. Ungefähr das Vier- bis Fünffache, an manchen Tagen sogar das Sechsfache als im Standardgeschäft. So, es ist eine Zeit, in der auf einmal alles klappt, was davon nicht geklappt hat oder was davon weniger geklappt hat. Es ist eine Zeit, in der du einfach, ja, du hast den Zeitvorteil. So, es ist eine Zeit, in der die Kaufbereitschaft höher ist. Viele Geschenke werden gemacht und unser Marketing muss sich darauf anpassen. Was wir im letzten Jahr gemacht haben, es war womöglich eins der krassesten Black Weeks, Cyber Weeks, Weihnachtswochen, die wir jemals hatten. All unsere Erwartungen wurden übertroffen und Prognosen von Amazon, ja, die zeigen, dass es dieses Jahr noch viel besser sein wird. Durch Corona haben wir ungefähr 10 Jahre Vorsprung im Online-Handel erhalten. Ja, das heißt, in so einer schwierigen Zeit konnten wir als Online-Shop-Betreiber davon profitieren. Auch wenn es natürlich schwierig zu sagen ist, auch wenn es eine Krankheit war, die sich über die ganze Welt hinweggezogen hat. Wir konnten davon wohl oder übel profitieren. Und zwar konnten wir uns 10 Jahre Vorsprung in Deutschland besorgen. Es ist, im Englischen sagt man, it is what it is, das ist die Grundsituation. Wir haben unheimliche Vorteile, zeitliche Vorteile. Wir haben das perfekte Geschäftsmodell ausgewählt, ist das nämlich der Online-Handel, der am meisten davon profitieren konnte. Und wir müssen unser Marketing aufgrund eben der mehr Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch dementsprechend anpassen. Wenn du mich gefragt hättest vor 2 Jahren, Black Friday, würde ich sagen, ist in Ordnung, ist cool. So. Aber das, was wir letztes Jahr erlebt haben, das war einfach überraschend. Dieses Jahr wird es genauso überraschend. Prognosen sagen doppelt so überraschend. Aber ich gehe mal vom Schlimmsten aus, denn ja, Worst Case ist, dass so wie letztes Jahr sein wird und das wird gewaltig. Ja. Ich hoffe, ihr könnt die Spannung, Angespanntheit, die ich zu dieser Zeit habe, ja, den Fokus, die Konzentration durch das Video nachvollziehen, denn ist es jetzt die Zeit, in der wir performen müssen. Das davor, das war schön, das war nett, das war Daily Business, das, was wir jetzt haben, ist maximale Cash-Out-Zeit. Ich sage euch was mit Mentees, was die letztes Jahr gut durchgezogen haben. Wir gehen mal von einem Standardbeispiel aus, lasst uns mal von 1.000 Euro am Tag ausgehen. So, 1.000 Euro am Tag wurde zum Black Friday, in dieser Black Week, wir reden gleich noch über die ganzen Events, Black Friday, Black Week, Cyber Week, Nikolaustage, das Weihnachtsgeschäft allgemein, wir reden über alle wichtigen Daten. Und wenn jemand 1.000 Euro davor im Schnitt gemacht hat, hat er zu dieser Zeit in der Black Week erstmal einen Umsatzanstieg von 30-40% gehabt, ab dem Montag, Black Week, Monday, ja, und zum Black Friday, dem Prime-Tag, hatten wir Steigungen von, wenn der auf 1.000 Euro davor, von 4.000 bis, haltet euch fest, 6.000 Euro. Ja, in einem einzigen Event. Das ist unser Event. Aber es hört nicht auf. Ab Black Monday, ja, ist der Startschuss. Der geht weiter. Friday ist Höhepunkt. Samstag, Sonntag cashen wir noch mit aus. Cyber Monday ist nochmal ein Startschuss, dass er hochgeht. So Cyber Week kommt darauf hin. Wenn das vollzogen ist, kommen die Nikolausfeiertage. Das sind die Tage, an denen die Leute noch ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. Es kommt der 9. Dezember, es kommt der 11. Dezember, Tage, die fast so gut sind wie der Black Friday. So, es kommen danach nochmal die letzten Tage zum Weihnachtsgeschenke kaufen. Bis zum 18. Dezember, 20. Dezember wirst du unglaubliche Umsätze haben. Der größte Fehler, Fehler Nummer 1, der größte Fehler, ja, ist, dass in dieser Zeit zu wenig Ad-Spend investiert wird. Lieber zu viel als zu wenig in dieser Zeit. Es ist die Zeit, in der du maximal Ad-Spend fahren musst, sodass sich dein Business nächstes Jahr ändert, sodass sich dein Business, sodass deine Bestandskunden mehr werden, sodass du viele Käufe hast, viele Kundendaten sammeln kannst. Ja, und gehen wir von dem Prozent, von dem
Vom Gewinn aus, ja. Wenn du jetzt zu dieser Zeit statt deiner ursprünglichen 20, 30% Gewinnmarge bei 1000 Euro hast du jetzt bei 10 oder sagen wir 5000 Euro, vielleicht nur 10%, was immer noch 500 Euro ist. Aber dafür hast du das ganze nächste Jahr über hinweg wiederkehrende Kunden. Der einfachste Trick ist, Kundendaten sammeln, viel Adspend Gewinn machen, ja. Und nächstes Jahr wiederkehrende Kunden mit E-Mails, mit Retargeting, mit Social Media Beiträgen, ja. Das Wichtigste, es gibt Unternehmen, die machen so viel Umsatz. Wir gehen vom Extrembeispiel aus, ja. Ich möchte, dass du das Mindset hinter diesen heiligen 30, 40 Tagen verstehst. Es gibt Unternehmen, die machen massiv viel Umsatz, sammeln Kundendaten im nächsten Jahr. Wenn da wiederkehrende Kunden kommen, die Rate ist bei manchen schon 15 bis 25%. Es ist ein neues Spiel, was du da anfängst. Nummer eins, du hast viel mehr Kundendaten. Nummer zwei, du hast höhere Erwartungen an dich und deinen Online-Shop. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, es ist deine wichtigste Zeit für deinen Online-Shop. Sag alle Events ab die nächsten Wochen. Die maximale Stunde, die du kannst. Moin, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Jemand ruft dich an, tut mir leid, ruf mich im Neujahr wieder an, ich habe keine Zeit. Investiere deine ganze Zeit hier rein. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um feiern zu gehen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, in dem du anfängst, ein neues Hobby zu erzielen. Jetzt ist der Zeitpunkt, in dem du deinen Online-Shop aufbaust. Leb einen Monat so, wie wir wollen, um danach so leben zu können, wie andere nicht können. Ja, es wird, wenn du das Black oder wenn du diese 30, 40 Tage mitnimmst, dir neue Erwartungen. Ein besseres nächstes Jahr, es wird dir so viel geben. Ja. Die Neujahresziele fangen ab jetzt an, glaub mir. Wir reden von Zahlen. Unser Black, also durch unsere Druckerei haben wir sehr viele Kundenstatistiken. So. Unsere Shops, die Shops, die bei uns drucken, haben nach dieser Zeit immer noch einen erheblichen Umsatzanstieg gehabt. Wenn die davor, sagen wir bei, wenn Black Friday oder diese Zeit jetzt bei 100% war, haben die nachher noch 70% des Umsatzes weiterführen können. Das heißt, es gab nicht brutale Umsatzeinbrüche danach, weil die Kunden sich erstmal daran gewöhnt haben, online anzukaufen, weil viel mehr Kunden die Seite kannten, weil die Kunden von den Weihnachtstagen im Retargeting oder durch ihre Followerschaft dann auch mal im Januar darauf aufmerksam geworden sind. Es das heißt, obwohl die Leute von 1000 auf 4000 Euro gestiegen sind zu dieser Zeit, waren also nach Dezember, also im Januar, immer noch 70% des Umsatzes in diesen Shops vorhanden. Ja, es ist ein komplett neues Spiel und ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin seit meinem Black Friday die Vorbereitung, dadurch, dass ich die Druckerei habe. Ja, dadurch, dass Corona ist, dadurch, dass wir viel Masse, dass wir viel Ware einkaufen mussten, dadurch, dass ich viele Sachen vorbereiten muss und das Coaching, unsere Mentees darauf einstimmen, unsere Online-Shops, die richtigen Strategien ausarbeiten. Ich bin seit Juli 2021 nur noch am Arbeiten, um diese Zeit maximal mitzunehmen. Ja, ich habe wenig Freizeit gehabt. Noch meine Arbeit und mein Sport. Es macht mir verdammt Spaß. Und ich bin verdammt glücklich, diese Zeit mit euch zusammen jetzt anzugehen. Wir sind gut vorbereitet von unserem Produktsortiment, von unseren Produkten, von unseren Skills, Fähigkeiten, das, was wir euch weitergeben können. Unser Team, wir haben so viele Coaches für diese Zeit bereitgestellt. Und ausdrücken, was wir vorhaben. Es wird für dich lebensverändern. Gibt's Worte? Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir fassen nochmal ganz kurz diese Zeit zusammen. Black Week fängt ab dem 22. an. Ja, ab dem Montag. Umsatzanstieg von 30%. So. Gefolgt von Black Friday, Verdreifachung, Vervierfachung. Gefolgt von dem Saturday Sunday, der nicht so spektakulär ist, aber immer noch. Ich sag mal, beim Black Friday, wir gehen von Black Friday aus 100%, dann rennen wir von den Tagen bei 60%. So. Cyber Monday, nicht zu vernachlässigen. Cyber Monday ist in Amerika noch stärker als hier in Deutschland. In Amerika haben wir genauso viel Umsätze am Cyber Monday wie am Black Friday. Aber ja, hier ist er ein bisschen schwächer. So. Dann kommt die Cyber Week 30.11. bis 5.12. Und dann kommen auch schon die Nikolausfeiertage und unsere Nikolaus-Deals und der Zeit, wo die Leute ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. So, wir haben Nikolaus, da haben wir die Pre-Christmas-Saison und die Christmas allgemein. Jetzt fragst du dich ja nicht, was ist der perfekte, ja, wie gehe ich voran, Apo? Ich bin dort.
weil es sind zu viele Aufgaben. Jetzt hast du mit dem Video noch mehr Druck gemacht. Wie kann ich vorangehen? Ganz, ganz einfach. Wende alles in diesem Q4 Coaching explizit nur für diese Zeit alles bereitstellen, was du benötigst. Ja, das heißt, perfekte Vorbereitung geben. Wir können dir den richtigen Weg zeigen. Wir zeigen dir den richtigen Weg. So, die Schritte musst jetzt du alleine gehen. Zu dieser Zeit haben wir 4 Livestreams. Wir haben dann 3, 4 Coaches, die euch alle persönlich in der WhatsApp-Gruppe betreuen. Wir werden alle Informationen in diesem Video nochmal unten drunter zusammenfassen. So. Und ja, wir werden dir den Weg zeigen. Die Schritte musst trotzdem du selber gehen. Wir sind im Entrepreneurship. Du bist ein Unternehmer. Und du musst jetzt die notwendige Aktionen zeigen. Um das Ganze super zu tracken, das perfekt zu tracken, haben wir für dich jetzt eine Excel-Liste vorbereitet, die genau diese Tage zusammenfasst. Das heißt, dein Umsatz, Ad-Spend, Designs getestet, Instagram-Posts, Instagram-Stories, du siehst alles in dieser Excel. Mach mir einen Gefallen, dass wir dich besser unterstützen können zu dieser Zeit. Nimm das wirklich hundertprozentig ernst. Dass wir dich besser unterstützen können zu dieser Zeit, brauche ich von dir eine saubere Führung der Excel, die wir bei Bedarf abfragen und durch die Zahlen können wir dir dann genau helfen und sagen, du musst das ändern, du musst das ändern, du musst das ändern, du musst das machen. Okay, diese Excel ist essentiell. Füll dir jeden Tag aus. Jeder Tag in dieser Zeit ist womöglich kriegsentscheidend für dich. Das heißt, füll diese Excel aus, mach damit und bei Bedarf können wir die abfragen und bei Bedarf können wir dann mehr helfen. So, das war's dazu. Was wir jetzt nochmal haben ist, ich zeige dir mal einen Ausschnitt von einem Shop, den wir letztes Jahr zu dieser Zeit hochgepusht haben. Es ist der Zeit vom 1.11. bis zum 7.12. Wir hatten den Shop nicht lange Zeit davor. Wir haben eingeschränkt durch viele Sachen wie Werbebudget. So, nichtsdestotrotz haben wir mal hier ein perfektes Beispiel, hier ein Screenshot von einem Shop-Zeitraum 1.12. bis 7.12., dass du genau mal reinschauen kannst, von was ich überhaupt zu dieser Zeit rede. Das sollte genug Motivation sein, das sollte genug Ansporn sein, dass du vollkommen die nächste Saison, diese Saison mitziehst. Damit verabschiede ich mich von Video 1 von dem Startschuss und würde sagen, wir tauchen in eine E-Commerce-Welt ein, in der es ausschließlich um die nächsten Tage geht. Ja, das hat der Abo bereits super erklärt, muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Du bekommst eben hier noch, wie du bereits siehst, eine KPI-Liste dazu, die er im Video erwähnt hat, also eine Tabelle. Das ist grundsätzlich im Coaching so, dass du da immer alle Vorlagen, Excel-Tabellen und alles, was hier im Kurs besprochen wird, bekommst du eben mit. Wie bereits besprochen, du bekommst hier eine Checkliste. Wie bereitest du dich richtig vor? Wie, ja, schaffst du es, möglichst gute Ergebnisse innerhalb von kurzer Zeit zu erzielen? In dem Beispiel eben am Q4 des Jahres. Mit Google Ads, wie schaltest du mit Google Ads Werbung? Wie richtest du dir hier dein Konto ein? Wichtigkeit von Designs im Q4, die Designrecherche-Theorie, die Praxis. Finde ich geil, dass Apo das hier immer auch ja nicht nur theoretisch zeigt, wie es viele andere Kurse und so weiter machen, wie es viele andere Coaches machen, sondern das Ganze dir einfach in der Praxis zeigt. Wie läuft's bei ihm? Wo klickt er da? Welche Ergebnisse hat er? Was verkauft er? Was sind die Ergebnisse seiner Kunden? Das erfährst du eben hier direkt drinnen. Automatische E-Mail-Flows aufsetzen, User-Generated Content. Wie bereitest du dich auf spezielle Events wie den Black Friday, die Black Week, den Cyber Monday, die Cyber Week, Weihnachten und so weiter vor? Das wird dir hier eben nochmal erklärt. Du kannst deinen Shop extra umdesignen und kannst hier eigene Aktionen fahren, die deine Profitabilität nochmal boosten werden. Und Designrecherche für die Weihnachtszeit, auch das wird dir hier mitgegeben. Und das ist jetzt wohlgemerkt nur das, was du in Videokursform bekommst. Wie gesagt, du hast hier in dem Market Consultative Mentoring eben zusätzlich noch deinen persönlichen Ansprechpartner. Sollten da irgendwelche Fragen offen bleiben, der wird dich auch anschreiben, da wirst du einen direkten Austausch mit demjenigen haben, um das Ganze eben gemeinsam mit ihm aufzubauen. Wie gesagt, Apo ist hier selbst auch sehr interessiert daran, dass du hier Ergebnisse erzielst, weil schließlich will er auch mit seiner Druckerei die T-Shirts produzieren. Das ist übrigens alles automatisch eingerichtet. Also da hast du eine App in Shopify, die bringst du auf deinen Shop und sobald jemand bei dir bestellt, druckt Apo das Shirt, verschickt es zum Kunden und du bekommst im Grunde das Geld.
Dann hast du eben zusätzlich die 24/7-Betreuung über WhatsApp, Zoom und Telefon, wo auch immer es am besten ist. Du hast hier die Live-Calls nochmal drinnen, wo du dich anmelden kannst. Also wenn ich hier jetzt reingehe in einen Kurs, habe ich hier oben die EGC Live-Calls, wo ich mich anmelden kann, wo ich mit Apo direkt und seinem Team ja im Grunde einzelne Themen besprechen kann. Es wird immer auf ja verschiedene Shops eingegangen, es werden verschiedene Shops analysiert, es wird von Apo erzählt, was funktioniert, was nicht funktioniert und von seinem Team. Und in den Live-Gruppen-Masterminds lernst du eben von Gleichgesinnten, die teilweise noch komplett am Anfang stehen, die teilweise aber auch schon 5, 6, 7, 10.000 Euro im Monat verdienen mit den Strategien. Also das ist hier bunt gemischt und hält auch einfach die Motivation aufrecht im Vergleich zu einem Videokurs, wo man meist ja alleine das Ganze durcharbeiten muss. Ja, du kannst dir aktuell ein kostenloses Erstgespräch bei Apo buchen. Geh dazu einfach auf seine Webseite marketconsultive.de, schau dir sein Video an und buch dein kostenfreies Erstgespräch. Du findest den Link auch in der Videobeschreibung bonuskiste.com/apo. Da kommst du auch direkt drauf, kannst hier Fragen beantworten, damit eben Apo und sein Team wissen, wo du aktuell stehst und kannst dich hier direkt eintragen und schauen, ob du dich generell für eine Zusammenarbeit mit Apo und seinem Team eignest. Ja, wie bereits erwähnt, der erste Link in der Videobeschreibung führt dich direkt dorthin, bonuskiste.com/apo. Dort kannst du dir dein Erstgespräch buchen, füll da einfach die Fragen aus und dann kannst du mit Apo oder mit einem seiner Mitarbeiter über deine aktuelle Situation sprechen und quasi gemeinsam analysieren, ob das Ganze auch zu dir passt. Und zusätzlich, wenn du dich dafür entscheiden solltest, dem Mentoring beizutreten, dann bekommst du von mir nochmal zusätzlich on top meine Automatisierungsstrategien im Wert von 497 Euro kostenlos dazu, wo ich dir zeige, wie ich den größten Teil meines Online-Businesses automatisiere durch die richtigen Tools, durch die richtigen Strategien. Wie das Ganze funktioniert, ist ja mittlerweile möglich. Da kannst du dir gegebenenfalls auch einen Mitarbeiter sparen, wenn du das richtig umsetzt. Kostet normalerweise 497 Euro. Schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos dazu. Trag dich dazu einfach zum Erstgespräch ein. bonuskiste.com/apo. Telefonier mit Apos Team. Und wenn du dich dafür entscheidest, dem Mentoring beizutreten, schreib mir einfach eine E-Mail an bonus@bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Automatisierungsstrategien freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder dem Mentoring bereits beigetreten bist und Ergebnisse damit erzielt hast, schreib gerne alles in die Kommentare. Ich bin da gespannt auf alle Antworten und versuche auch jede Frage, jedes Feedback und so weiter zu beantworten.